Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Die Young Boys Bern, die sind jetzt fällig, könnte man sagen. Wir gucken gerade mal in Scout-Bericht rein, was denn unser Scout rausgefunden hat. Hier, sind auf Position 4, passen 32.000 im Stadion. Die BSC Young Boys hatten bislang 10-mal die nationale Meisterschaft gewonnen, zuletzt 1986. In der laufenden Saison steht die Mannschaft nach dem ersten Spieltag auf Platz 4. Die Mannschaft insgesamt ist derzeit nicht besonders gut in Form, aber konditionell ist das Team stark. Torhüter Marco Wölfi macht zurzeit nicht immer einen sicheren Eindruck. Das größte Talent der Mannschaft ist Yvonne Landry Move, oh Gott. Ja. Mvogo, keine Ahnung, Torhüter, 62, 18 Jahre alt. Er ist allerdings vertraglich langfristig gebunden. Gut, steht jetzt nichts Besonderes auf den, Raul Bobadilla, den kennt man. Auf den sollte man vielleicht aufpassen. Und wenn der Torhüter gerade nicht fit ist, dann gehen wir mal rein hier. So, Flankenposition, die ziehen wir mal ein bisschen weiter vor, und zwar aus dem Grund, ich habe da so einen Tipp gekriegt und möchte noch gerne nochmal nachgucken. Flankenhäufigkeit hat er nur 40%, keine 75%, aber trotzdem, der sollte weiter nach vorne gehen, um zu flanken. Wie gut ist er denn bei Flanken? 66 passt eigentlich, da sollte er dann noch flanken. Dribbling hat er auch drin, ist ein Dribbler, sollte auch passen. Gut, passt. Laufwege. Den Ben Khalifa, den schicken wir mal direkt vors Tor und den so auch Richtung Elfmeterpunkt. Und damit sollten die hier ein bisschen durcheinander reinbringen. Auf den hier sollten wir aufpassen. Ich bin gerade am überlegen, wen wir dem zuordnen. Zweikampfstark ist der hier. Kretscher hat er auch. Schicken wir den mal auf Bobadilla. Da kann der den mal ein bisschen treten. Sagen wir es einfach mal so. Dann würde ich sagen, die haben ein bisschen Angst vor uns. Mit 4-1-4-1, das ist schon sehr konservativ. Das hier scheint momentan ihr bester Torschütze zu sein. Ist jetzt die große Frage, wen wir auf den schicken, dass der aufpasst. Wir wollen ja auch nicht zu viele Leute binden. Sondern wollen das schön abfedern. Der hier gibt die Vorlagen, der macht die Tore, oder wie sieht's aus hier? Meisten Tore geschossen. Die meisten Tore vorbereitet. Ja, eigentlich wäre es auch sinnvoll, den hier zu beschützen, weil wenn der keine Flanken gibt, dann kann der uns auch nicht gefährlich werden. Und als Stürmer würde ich sagen, deckt der den Stürmer und dann sollte das Ganze passen. Ansonsten haben wir da hinten ja genug Leute drin, die da ein bisschen mitarbeiten können. Dann hoffen wir, dass das Ganze gut geht. Ich würde jetzt gerne noch eine Siegprämie ausschütten, aber ich sage einfach mal, Siegprämie wird hier nicht gehen. Wir sind finanziell so am Anschlag, dass da keine Siegprämie mehr möglich ist. Haben wir denn eigentlich kopfballstarke Stürmer? Der ist kopfballstark. Der nicht ganz so, aber trotzdem. Kopfball stark genug, dass wir hohe Flanken schlagen können. Also machen wir 60% hoher. Und das von ziemlich weit hinten. Gut, dann gehen wir natürlich noch hier rein und sagen, hier Erste-Hilfe-Kurs. Wir müssen da mal ein bisschen vorankommen, dass wir das mal abgehakt bekommen. Mails haben wir keine. Was haben wir denn hier noch? Mitarbeiter? Ja, wir sollten einen einstellen. Hier sollen wir Golf spielen und so weiter. Hier die Jugendmannschaft. Da sind keine Mentoren zugeordnet, beziehungsweise einer passt nicht. Wieso passt denn der nicht? Er hat das Training gewechselt, der trainiert jetzt Kretsche. Okay. Wenn der Kretsche trainiert, dann passt er natürlich nicht mehr. Dann müssen wir da einen nehmen, der Kretsche trainiert. Und dann passt's wieder. So. Jetzt haben wir hier wieder passende Mentoren zugeordnet und die sollten sich dann entsprechend gut entwickeln. Der hier ist ja eigentlich rechter Mittelfeldspieler, spielt aber jetzt Rechtsverteidiger. Das geht mir irgendwie so ein bisschen auf den Keks. Von der Stärke her könnte man ihn allerdings trotzdem unterstützen. Er lernt gerade Flanken. Das braucht man natürlich sehr als Rechtsverteidiger.
Diva, Kritiker, sehr sprachgebunden, na super. Ja, der kriegt mal einen Bauer zugewiesen, fertig. Und dann soll er mal gucken, was er da draus macht. Lauter Leute, die positionsfremd spielen, haben wir bei uns in der Mannschaft. Wäre schön, wenn wir da echt einen guten Nachwuchs noch irgendwo herkriegen. So, jetzt will ich hier aber nicht zu viel verquatschen. Vorsichtshalber mache ich nochmal speichern, weil ich einfach, also ich habe einen guten Tipp gekriegt, dass das 3D-Spiel angeblich nicht mehr abstürzt, wenn man gewisse Einstellungen macht. Die Einstellung habe ich gemacht. Und jetzt hoffe ich einfach, dass das dann auch wirklich funktioniert. So, da geht's los. Die sind natürlich mit 771 besser wie wir. Wir haben aber bisher die bessere Saison, scheinbar, warum auch immer. Und Form ist etwa gleich. Das heißt, da sollten wir gar nicht mal so schlecht aussehen. Jetzt kriegen wir noch Mails, wunderbar. Spieleberater bietet Jugendspieler an. Stürmer 16 aus Hongkong, können wir den anschauen, können wir sehen, was der kann. Wir können gar nichts sehen. Dann würde ich sagen, nein. Wenn wir nichts wissen, nein. Ein berühmter Motivationslehrer ist in der Motivationslehrer ist, wollen Sie Mannschaft Veranstaltung Gesamtpreis 10.000 Euro besuchen, haben die einen Schlag? Nein. Haben wir Geld zu viel oder was? Das darf ja nicht wahr sein. Gut, dann gehen wir rein ins 3D-Spiel, würde ich sagen. Beziehungsweise, jo, gehen wir rein ins 3D-Spiel. Komm, weg damit. Ab dafür. Wir spielen im Auswärtstrikot natürlich mit der wunderbaren Rosa und die Young Boys in Gelb-Schwarz. Ich guck mal durch. Und das Einzige, was Sinn macht, ist, glaube, gebt euer Bestes. Das sage ich jetzt auch mal. So, ja. Einmal unentschieden gespielt haben wir. Der älteste Spieler auf dem Platz ist bei den Young Boys Bern mit 34 Jahren. Zwei Heimspiele in Folge haben die. Und zwei Tabellennachbarn treffen aufeinander. Ja, super. Dann lassen wir es mal knallen, würde ich sagen. So, da kommt die Aufstellung von Young Boys. Die kennen wir ja schon, haben wir uns ja schon angeguckt, können wir eigentlich wegklicken. Wir kennen deren, wir kennen unsere. Das hier stellen wir wieder auf zweifach, dass hier sich der Ball ein bisschen dreht, damit der da nicht über den Platz kullert, als ob man irgendwie dem Ball eine Schlaftablette verpasst hätte. Und da kommt schon ein langer Pass, dummerweise ins Abseits. Ja, das Abseits soll, wenn ich dem Forum glauben darf, erhöht worden sein. Das heißt, dass es, oh, das ist nicht gut. Das heißt, dass es mehr Abseits gibt. Und ja, muss man auch mal schauen, wie das dann aussieht. So, Torwart hat zum Glück alles im Griff, macht einen Abwurf, wie er das soll. Dann kommt leider ein langer Pass, der nicht kommen sollte. Gut aufgepasst, der Innenverteidiger. So, Zuber wieder einen langen Pass und das ist kein Abseits gewesen, aber naja. Wir machen mächtig Druck, das ist dann Abseits, also irgendwas passt mir nicht. Warum schlagen die lauter lange Bälle? Ich habe gesagt, Kurzpassspiel. Na gut, wir machen noch vorsichtiger. Wir machen mal 25% vorsichtig und wirklich Kurzpassspiel. Dass die Bälle da nicht so rausprügeln hinten. Schön abgefangen. Und ja, da dürfte es Einwurf geben für uns. Zürich führt gegen Thun, also der FC Zürich. Oh, das ist nicht gut. Gut vom Ball getrennt. Ich habe die Namen noch nicht so drauf. Das war Gavi gerade eben. Heißt der Gabi? Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh Mann. Ja, ich bin so mit meinem Offscreen-Spiel derzeit beschäftigt, weil ich da ja ohne alles spiele. Wow. Und da muss ich mir echt jede Talentfähigkeit meiner Spieler merken. Da kommt Zuber. Zuber trippelt, verliert leider einen Ball.
Bobadilla kommt an, oh Gott. Ja, schön abgefangen, wunderbar. Jetzt Paiva bleibt hängen an der gegnerischen Abwehr. Also ist 3D-Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, da haben die so dran gedreht. So, jetzt Balleroberung. Dann wieder hier Ben Khalifa. Ben Khalifa auf die Außenseite. Dann soll die Flanke kommen. Ja, warum hängt Ben Khalifa hier hinten drin rum? Puh, war das knapp. Ich habe gedacht, er kommt nicht mehr dran. Warum hängt Ben Khalifa da hinten rum, wenn er doch eigentlich ohne Gegenspieler sich vorne orientieren könnte und Torschützenkönig werden will? Muss man nicht verstehen. So, Ball erobert, da Paiva und langer Ball. Ups, Torhüter kommt raus, schießt ihn hier. Zuber, Zuber, schöner Pass auf Ben Khalifa und das war die Chance. Und dann schießt er gegen das Außennetz. Puh. Also bei diesen stärkeren Gegnern, sage ich, bin ich ja mit einem Punkt immer schon recht zufrieden. Wenn wir natürlich gewinnen könnten, wäre das natürlich noch besser. So, Einwurf von Chaka, Zuber, Ball nach vorne, mehr oder weniger Befreiungsschlag. Ja, Bürki hat ihn lang auf Gashi und jetzt Paiva. Jawohl, ja, Paiva oder ja, Paiva heißt er. Macht das 1:0 für uns gegen die Young Boys von Bern. Und das in dem Stadion. Schön gemacht, Torhüter kommt nicht dran und schwupps war er drin. Die Frische geht allerdings gerade, bei einer Eigentor. Die Frische geht natürlich bös runter momentan bei unseren Leuten. Weil wir viel laufen. Also irgendwie gefällt mir da so manch eine Zuordnung noch nicht so ganz. So, Ben Khalifa und abseits. Ja, ich verstehe nicht, wenn wir dem sagen, dass er da vorne rumtouren soll, dass der immer da im Mittelfeld rumrennt. So wird man kein Torschützenkönig. So, 1:0 für uns geht's in die Pause. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Zuber ist nicht mehr ganz so frisch. Ja, wir haben hier dreimal, die Mannschaft soll ein akzeptables Ergebnis erzielen und einmal, sie muss gewinnen. Macht so, wie wir es im Training einstudiert haben. Lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen oder so haben wir uns das vorgestellt. Ich sag, lasst uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Hier müssen wir jetzt mal schauen. Also, ich sortiere mal nach der Frische durch. Und dann massieren wir mal hier die drei angeschlagensten. Er sagt, da sage ich nicht nein. Er sagt, oh ja, gute Idee. Und er sagt, kann nicht schaden. Hört sich schon mal gut an. So, dann sortieren wir mal nach Noten durch und motivieren mal die schlechtesten. Dass die mal ein bisschen mehr Action bringen hier. Ben Khalifa müssen wir auf jeden Fall und ich würde sogar sagen, hier unten Torhüter, den loben wir mal, weil der hat schon ein paar gute Bälle gehalten. Ja, Selbstvertrauen, Stimmung, alles ging ein bisschen hoch. Stimmung ist jetzt bei 15 von 20, Teamwork immer noch bei 51 von 100. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hochbringen sollen. Ich vermute mal mit, ja, immer wieder die gleichen Leute spielen lassen, dass die sich aneinander gewöhnen. Anders wird's wohl nicht gehen. Also gehen wir wieder raus in die zweite Halbzeit. Ben Khalifa trippelt und macht hier das 2:0 für uns. Ja, die Motivation hat wohl gewirkt. Finden wir gut. Da lassen wir es ein bisschen jubeln. In der Hoffnung, dass die Zeit ein bisschen abläuft. Immer wenn kein Spiel läuft und die Zeit tickt runter, kann uns das ja nur recht sein, wenn wir 2:0 führen. So, schöner Pass in die Mitte auf Ben Khalifa und ja, Paiva trippelt sich sozusagen durch den Versuch mit einem etwas, ja, man kann schon fast sagen Distanzschuss. Jetzt drehen sie auf hier, die Young Boys, aber Bürki hat ihn oder Bürki. So, Chaka auf Zuber, Zuber trippelt schön nach vorne, langer Ball. Paiva hat ihn und spielt ihn leider passend abseits auf Khalifa. Ja, schade, schade. Wäre der ein bisschen präziser gekommen, hätte das nicht schlecht ausgesehen. Schöner Bass.
Ja, oder was heißt Pass? War es ja nicht. War ja in der Flanke. Ach Gott, ich bin heute wieder total. Angeschlagen, sag ich mal, vom Formel 1 aufnehmen. Ich habe nämlich heute Formel 1 aufgenommen. Alter Schwede, das geht in die Knochen langsam. Ich glaube, ich werde zu alt für so Späße. Wunderbarer Pass auf Gashi. Gashi hat den Ball immer noch. Paiva schießt und Wölfi hält ihn. Gut erobert. Schöner, wow. Schöner Pass in die Tiefe, wollte ich gerade sagen. Da steht der Ben Khalifa abseits, ja. Ich habe irgendwo mal gesagt, von Werder Bremen wäre er gekommen. Nein, natürlich nicht. Er kommt von Wolfsburg. Und tja, da er von Wolfsburg kommt, sollte man eigentlich auch davon ausgehen, dass er das hinkriegt, nicht im Abseits zu stehen. Aber nein, ist leider nicht der Fall. Ja, hier ein Foul von uns, deshalb Freistoß. Das haben sie clever gemacht. Wunderbar vom Ball getrennt und Einwurf. Fans singen schon auf Wiedersehen. Tja, der Ball wird hier schön hin und her geschoben. Langsamer Spielaufbau. Zuber dribbelt nach vorne, macht dann einen gigantischen Fehlpass. Jetzt geht das Ganze rückwärts und Chaka ist nicht auf dem Posten. Und da kommt zur Flanke und boah, unser Torhüter hat einen super Reflex gezeigt. Der wäre zu 90% drin gewesen mit diesem Flugkopfball. Und jetzt ist Bobadilla durch und Eigentor. Nein. Er schießt gegen Pfosten, unser Abwehrspieler nimmt ihn mit ins Tor. Puh. Das kostet Nerven. Ich würde sagen, wir bringen mal den Mustavi rein. Wir bringen für den Gashi mal den Brahimi rein. Und für Zuber, der ja mittlerweile auch recht K.O. sein dürfte, bringen wir mal hier den Pavlovic rein. Der war ja auch ganz gut, was Flanken anging. Mit 69 und hat eine gute Geschwindigkeit, Antritt und so weiter. Da geht vielleicht noch was. So, sind drei Wechsel. Defensives Mittelfeld wechsle ich jetzt mal bewusst nicht. Ich gehe mal das Risiko ein, dass wir da eine Gelb-Rot kriegen. So, jetzt noch ein Traumpass von Zuba. Das wär's. Und da Ben Kai war. Und da ist das 3 zu 1. Ja, super Pass. Ben Khalifa auf Paiva und der schiebt unten ein. Jetzt wird erstmal gewechselt. Wir lassen die Zeit absichtlich runterticken. Ich klicke die Videos nicht weg. Wenn das 1-2 Minuten wieder auf der Uhr bringt, ist das eine super Sache. Wechsel sollen ja auch Zeit bringen. Nachspielzeit gibt's eh. Und die haben uns damit gerade eben wieder rausgeholt. Da gibt's leider, ja, ein Foul. Super gemacht, Brahimi auf Pavlovic. Jetzt kommt Pavlovic ins Rennen und ja, macht genauso einen Fehlpass. Warum trippelt er denn nicht durch bis zur Grundlinie, was er tun soll? Ja, und wenn Ben Khalifa weiter so vorbeischießt, stelle ich mir langsam die Frage, wie der es schaffen will, Torschützenkönig zu werden hier in der Schweiz. Da muss mehr kommen. Ja, 90 plus 4. Es sieht ganz gut aus, dass wir unser zweites Spiel hier gewinnen können. Hat nicht zuletzt wahrscheinlich was damit zu tun, was wir für einen Trainingsplan ausgearbeitet haben und was wir für eine Mannschaft aufgestellt haben. So, schöner Lupfer hier von Ben Khalifa über den Torhüter. Ist sauber gemacht. Finde ich echt cool, dass da neue Sachen dabei sind. Das habe ich mir schon oft gewünscht im FM12, dass da mal so ein Lupfer kommt. Diesmal sind sie drin. Finde ich cool. Ja, damit dürften wir auch dann drei Tore in der Tordifferenz gewonnen haben, wenn hier die Regeln genauso sind wie in der Bundesliga. Ja, und da geht auch Nick Frey am Spielfeldrand wieder ab. Wir haben ihn ja im FM12 schon mal tanzen sehen, so happy war er. Ja, die anderen Spiele sind alle ein bisschen knapper ausgegangen. Das heißt, wir dürften ein paar Punkte gut gemacht haben. Und gucken wir da gleich mal rein. Schön, dass das Spiel durchgelaufen ist und nicht abgestürzt ist. So stelle ich mir das vor.
So, was haben wir denn hier? Ja, Eigentor. Dumm gelaufen. Rechtsverteidiger Michael Lang, ja. Das einzige Tor war, also die haben gar kein Tor gemacht, ja. Das einzige Tor, was die gemacht haben, haben wir auch noch gemacht. Wir haben 5 Ansprachepunkte gewonnen, okay. Ergebnis, wir steigen auf Tabellenplatz 3. Das ist auch schon mal schick. Basel ist Erster, FC Zürich Zweiter, wir sind Dritter mit den Grasshoppers und Thun, wo sie gesagt haben, das wäre die schlechteste Mannschaft der Liga. Ja, die stehen auf Tabellenplatz 4, man soll es ja glauben. Luzern ist momentan Letzter und ja, die haben wir von Tabellenplatz 4 auf 6 befördert, die Young Boys. Ist ja zum Glück nur ein Computerspiel, sage ich immer. Also bitte keine Schimpftiraden von den Young Boys Bern-Fans hier in den Kommentaren, falls es die gibt. Wir spielen hier einen Fußballmanager, hat mit der Realität ja nichts zu tun. So, Tore heute, Ben Khalifa 2 von 2 und Gashi ist in der Mannschaft des Tages. Die sind beide in der Mannschaft des Tages. Auch hier der Fälscher ist in der Mannschaft des Tages und der Bürki hat es auch geschafft. Paiva hat auch 2 Tore heute gemacht. Sieht doch gut aus. Teamleistung, ja, Durchschnittsnote 2,82, 4 Tore, 10 Chancen, 4 Schüsse, keine Ecken, 53% Ballbesitz, 81 Pässe, davon kamen 79,1% an. Warum haben wir nur 81 Pässe, wenn andere hier 200 und 300 haben? Muss man nicht verstehen, was die hier zählen. Achso, nee, war schon Teamleistung. So, dann gucken wir hier. Er kämpft, der Nassim Ben Khalifa. Mit 2 Toren hat er sich auf Platz 2 der Torschützenliste geschoben. Und ja, schauen wir einfach mal, wie es denn da wird. Fair Play dürften wir auch noch gut dabei sein. Sind wir auf Platz 5. Wir haben 2 gelbe Karten mittlerweile kassiert. Naja, gut. Ist halt so. So, was haben wir denn hier? Transfers. Da gibt es wieder einige Transfers. Nichts dabei, was uns betrifft, hoffe ich doch mal. Doch, unser Wechsel hier von Hossmann, den wir ausgeliehen haben. Hier neben sind übrigens Features, keine Ahnung welche, die wir uns freischalten können über die tollen Punkte, die wir uns erspielen. Ja, gewinnen Sie ein Pflichtspiel. Wunderbar. 6 Managerpunkte. Und 2 FM-Mark. Damit haben wir 58 FM-Mark. Also so langsam haben wir alles zusammen. Mit 3 Toren gewinnen Sie ein Pflichtspiel mit 3 Toren Differenz. 18 Managerpunkte, 6 FM-Mark. Doppelpack. Ja, 12 Managerpunkte und 4 FM-Mark. Haben wir noch was? Underdog. Ja, gewinnen Sie gegen eine stärkere Mannschaft. 18 Managerpunkte, 6 FM-Mark. Wir werden hier zugemüllt. Fanfreund. Wunderbar. Autogrammstunde haben wir durchgeführt. Ja, 6 Managerpunkte, 2 FM-Mark. Noch was? Autosave, Autosave, da ist er wieder, der tolle, unbeschreibliche, einzigartige Autosave, ja. Sind wir denn schon Manager Stufe 3? Also wir haben 76 Punkte gerade eben irgendwie hier zusammengelost bekommen. Ja, Erfahrung 223 von 250 Punkten. Ich würde mal sagen, das dauert nicht mehr lange und wir steigen wieder auf. Seltsame Geschichte irgendwie. Das ist unglaublich. Also wie schnell man hier an Managerpunkte kommt, ich glaube, es dauert nicht lang. Dann sind wir Level 8 und dann geben die anderen auch Ruhe. Dann kriegen wir wahrscheinlich wieder Erfolge, dass wir die ganzen Ziele unserer Spieler erfüllt haben. So, Kaufangebot hier von Red Bull Salzburg. Die wollen für 1 Million hier den Zuber kaufen. Den wollen wir natürlich nicht abgeben. Deshalb verhandeln wir mal. Habe ich ja gesagt, verhandeln, immer verhandeln, egal was passiert, verhandeln. Ganz wichtig. So, was ist er denn wert? 775.000 ist er wert. Der Zuber ist für uns eigentlich ein wertvoller Spieler, würde ich sagen. Eigentlich Stammbesetzung, ist professionell, anpassungsfähig, ehrgeizig, flexibel. Würde ich ungern hergeben. Gucken wir gerade nochmal die Teamdynamik rein. Gerade mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ein bisschen haben wir noch. Der Zuba dürfte einer derer sein, die uns hier unten helfen, gewisse Defizite einzusparen.
Denn wir haben einen professionellen Spieler und einen ehrgeizigen Spieler und so weiter hier im Team und also mit ihm und das hilft uns unwahrscheinlich weiter. Ich bin jetzt gerade mal am Gucken. Ich sage ihm jetzt mal, du bist wichtig, du kannst nicht einfach gehen. Ja, sagt er, das ist einfach mal ein gutes Angebot, ne? Können Sie mir sehr schön zeigen, wie wichtig ich Ihnen bin. Irgendwie hat er da recht. Müssen Sie schon zugeben, steht hier, ja. Gebe ich ja auch zu, aber mit ihm reden wir ja mit auch am meisten. Und er möchte im Training gefördert werden. Und ja, machen wir ja auch mehr oder weniger. So, hier haben sich noch andere einflussreiche Spieler mittlerweile angehäuft, auf der Ebene einflussreiche Spieler. Da haben wir noch so zwei Baustellen. Der hier kämpft auch noch um Anerkennung. Nassim Ben Khalifa auch. So. Der hat möchte einen erfahrenen Trainer aufgegeben. Und der hat möchte sich extrem verbessern aufgegeben. Ja, hat er neue Ziele für. Dafür hat er jetzt möchte diese Saison zumindest ein Match spielen drin. Und möchte fair bezahlt werden. Ja, das sind doch mal Ziele. Andere haben es hier geschafft. Der hat irgendwie sein Ziel verloren, möchte viel Wettbewerb in der Mannschaft. Keine Ahnung, nicht mehr erfüllt. Okay. Warum ist das jetzt nicht mehr erfüllt auf einen Schlag? Boah, die Teamdynamik ist aber auch extrem. Ja, wahrscheinlich, weil es weniger Positionen sind, die umkämpft sind. Ja, aber fehlende Ziele haben wir eigentlich nur eins. Der möchte fair bezahlt werden, denn den Rest haben wir ja. Okay, die haben alle möchten mehr Wettbewerb in der Mannschaft. Ja, kann ich aber nicht verstehen, weil wir fast jede Position doppelt besetzt haben. Aber wenn das mal kein Wettbewerb ist, ja, hier sind wir auch in der Teamdynamik ein bisschen gefallen. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls den verhandeln wir. Hier gibt es Sponsorenpyramide wieder Angebote. Zwei können wir noch holen, drei haben wir. 10, 11, 11. Verhandeln, eine Summe erhöhen. 11.900. Ja, komm, unterschreiben wir. Hier, Elektronik. Ja, Lebensmittel nicht. Wir wollen erst die Kohle bringen. Ja, der will sich aber nicht verhandeln lassen. Ja, da hat er Pech gehabt. Dann gucken wir mal, wie der sich verhandeln lässt. Ah, der geht höher, der geht auf 12.000, super. Sollen wir noch einmal? Puh, okay, jetzt unterschreiben wir. So, haben wir doch gute zusammengekriegt. 12.6, 12.1, 11.9 und 12.000. Hier haben wir 33.000. So, sind die ganzen Sponsoren hier weg. Für den Rest müssen wir ausbauen. Dann haben wir hier noch eine Bande. Verhandeln. Summe erhöhen. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Verhandeln. Okay. Will nicht weiter hoch. Nehmen wir das einfach an. Namensrechte gibt's keine Angebote und hier passt soweit auch alles. Mittlerweile nehmen wir hier 2,1 Millionen ein. Über dem Hauptsponsor die ganzen Nebensponsoren. Sollte eigentlich auch passen. Was würden das kosten? Och was, nur 59.400. Ach nee, Quatsch. Lehnt's ab. Weil wir nicht genug Geld im Budget Verschiedenes haben. Ja gut, okay. Ich hätte es eh nicht gemacht für 59.400, weil ich bin froh, dass diese Budgets einigermaßen im Plus sind. Hier Infrastruktur sind wir ganz gut dabei. Fanartikel, die geben mir Rätsel auf. Wir geben 99.000 aus für Fanartikel. Nee, wir nehmen 99.000 ein und geben 56.000 aus.
Ich habe keine Ahnung, wieso wir das Geld ausgeben, wie wir das Geld verringern können. Wahrscheinlich über einen Marketingmanager können wir das wahrscheinlich verringern, aber ich denke, dass das die einzige Optimierung ist, die wir hier machen können. Allerdings hier, ihr seht's, der tatsächliche Gewinn, der steigt ganz anders an wie das Kalkulierte. Solange das so ist, alles bestens. Gucken wir mal gerade bei den Fans rein, was die so sagen. 100% beliebt. Kennen uns zwar nicht, sind aber stolz auf unsere Jungs. Gegen die Young Boys haben sie gesagt, spielen wir unentschieden. Wir haben gewonnen. Zuber ist der beliebteste Spieler bei den Fans. Den können wir gar nicht verkaufen. Also selbst wenn wir wollten, den können wir gar nicht verkaufen. Autogrammstunde, ja, die Fans mögen uns. Mannschaft der Woche. Kann ich die jetzt mittlerweile mal loben, dass sie in der Mannschaft der Woche sind? Immer noch nicht sagen, super Spiel gemacht. Gab's früher, konnte man sagen, super Spiel gemacht. Du hast gut trainiert, immer schön loben, 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 loben. Glückwunsch hier zu deinem ersten Tor in der Liga. Auch Punkte. Macht ihn sehr glücklich. Ja klar. Der will ja immerhin Torschützenkönig werden. Das ist natürlich reizvoll, wenn wir ihnen dann sagen, super gemacht. So, Gashi sagen wir auch großes Lob. Der hat einen Notenschnitt von 2,75. Das ist super. Da kann man nicht meckern. So, den hatten wir schon. Das war's mit der Mannschaft der Woche. Statusbericht Verletzung noch 5 Wochen, dann ist der endlich wieder fit. Und dann sind wir den auch mal los, dass er gesund werden will. Gut, als nächstes steht an das Spiel gegen den FC Basel. Mikromanagement-Technik haben wir schon fast alles gemacht. Trainingsplan müssen wir uns noch drum kümmern. Und so weiter. Ich sag aber hier jetzt erstmal danke, dass ihr reingeklickt habt, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben unser erstes Spiel gewonnen. Ist doch auch mal eine super Sache. Wir kämpfen uns in der Tabelle langsam nach oben. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt den Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Bis dahin, ja, viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.